Die Ansage wird bestimmt wieder richtig wild. Ich gehe auch davon aus. Ich hab Bock drauf, weil die wurde gerade erst, die wurde vorhin erst hochgeladen, ne? Von Zusaku. Ja, vor einer Stunde wurde die Ansage hochgeladen. Let's go. Hey, der hat sogar hier ein Video gemacht. Impfgegner, ABK, Alpha Kevin gegen Kuchen TV. Sag mal, 20% Like-Rate. Warte mal. Das müssen ja schon Leute angeschaut haben. Und einfach gedisliked haben, hä? Junge, das geht 20 Minuten einfach. Da bin ich gespannt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Optisch gesehen erinnert mich dieses Bild so ein bisschen an Mighty. Der hat da auch einen Schrank im Hintergrund. Hier. Mighty auch. Das ist so ein Jugendherbergschrank. So auf ganz entspannt. So hier stellt man eigentlich die Klamotten rein in der Jugendherberge. So ein Ding ist das. Hallo, um die Stimmung jetzt ein bisschen aufzulockern. Vor dem Video sage ich euch jetzt mal einen kurzen Witz. Und zwar, was ist gelb und schießt eine Banone? Okay, wir sollten besser loslegen. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich höre, wie er gerade den Witz vorgelesen hat. Man hat es nicht gecheckt, wann kommt denn jetzt die Auflösung? Er hat schon Banone gesagt. Scheiße, er hat es falsch rübergebracht. Belastend, Mann. Auf meinem Kanal. Mein Name ist Susaku und es freut mich, dass irgendjemand auf dieses Video geklickt hat. Und heute geht es um den lieben Alpha Kevin. Bevor es losgeht, alles, was ich jetzt sage, ist vielleicht auch nur eine persönliche Meinung von mir an euch. Jedenfalls, diese Meinung kann auch falsch sein. Deshalb bitte guckt euch die Videos an, die ich hier unten in der Beschreibung verlinkt habe von Alpha Kevin. Und wenn es geht, bildet euch eine eigene Meinung und bleibt so gut wie es geht objektiv. Ich glaube, ich habe brutal hops genommen heute. Wir hatten ja schon mal auf ihn reagiert, da hat er ein Video gegen Kuchen TV gemacht. Aber ich glaube, heute ist der Tag, an dem auch ich erstmalig schwerwiegend beerdigt werde. Also, der große Kritik. Wie kann seine eigene Meinung falsch sein? Ich verstehe es auch nicht. Aber ist auch egal. Weißt du, ich bin einfach nur gespannt, was er zu mir sagt. Und dann mache ich eine Kanalzerstörung gegen ihn. Punkt am Alpha Kevin ist, dass ich der Meinung bin, dass er bei diesen Videos, die ich unten verlinkt habe, zu sehr persönlich denkt, also zu sehr subjektiv denkt. Und das Ding ist, Alpha Kevin ist nun mal ein Meinungsblogger und als Meinungsblogger sollte man meiner Meinung nach eher objektiv bleiben. Ich hab nie gesagt, dass ich objektiv bin. So, hab's auch nie probiert. Na, deshalb zähle ich TJ nicht als Meinungsblogger. Jedenfalls hat er zwei Videos gemacht, der Alpha. Weiß ich nicht. Also irgendwo, ein Meinungsblogger, es besteht ja, man sagt ja auch Meinungsblogger. Also es ist subjektiv. Ja, man kann jetzt versuchen, objektiv zu bleiben, aber wenn man jetzt wirklich ein richtiger Meinungsblogger ist und man sagt halt wirklich in seinem Video seine Meinung und bringt diese Meinung auch deutlich rüber, dann finde ich, ist das schon der Inbegriff von Meinungsblogger und nicht von Faktenerzähler oder sowas. Ja. MeinungsbloggerInnen, bitte richtig channel. Ja gut, du hast recht, ja, MeinungsbloggerInnen, ja. Kevin, und beim zweiten Video sagte er... Aber ich wollte einfach mal ein objektives Video zu der ganzen Thematik machen, weil es mich schon länger gestört hat. Jetzt die Frage, war es wirklich ein objektives Video gewesen oder eher ein subjektives? Was heißt jetzt subjektiv und objektiv? Eine Sache subjektiv zu betrachten bedeutet, sie persönlich zu bewerten durch eigene Gefühle, Erfahrung, den Instinkt. Wir mögen etwas, finden jemanden sympathisch, attraktiv, all das liegt im Auge des Betrachters. Subjektivität ist wie ein trotzdem, sachlich mag die Wahl Blödsinn sein, subjektiv erscheint sie uns völlig richtig. Ich finde es wichtig, dass er nochmal subjektiv erklärt hat. Das sind so Dinge, die weiß man halt auch einfach nicht, was subjektiv und objektiv ist. Was objektiv zu beurteilen ist dagegen der Versuch einer nüchternen, rein sachlichen Betrachtung, nur rationale Argumente, Daten, Fakten zählen. Der Verstand entscheidet, nicht das Herz. Klingt verdammt nach Kuchen-TV. Okay, hier ist nochmal eine Zusammenfassung und noch etwas. Ich glaube, das, was ich jetzt an Alpha Kevin kritisiere, macht er eher unbewusst. Ich glaube nicht, dass Alpha Kevin das absichtlich macht, um jemanden schlecht zu machen. Außerdem habe ich mal gelesen, dass es uns Menschen sehr schwer fällt, objektiv zu bleiben oder zu denken. Und das ist auch der Grund vermutlich, warum Alpha Kevin bei den Videos doch mehr subjektiv denkt. Deshalb bin ich der Meinung, dass Alpha Kevin seine persönliche Meinung sehr stark in das Video eingefließt hat. Einfließen lassen hat, aber ist egal. Dafür schreibt man sich theoretisch ein Skript. Ich schreibe auch ein Skript, weil ich dann manchmal, wenn ich so freestyle dann vor der Kamera, ich habe auch manchmal so Videos gemacht, wo ich nur gefreestyle habe, da habe ich einfach so Wörter genommen, die einfach auch keinen Sinn machen. Er sieht aber sympathisch aus. Ey, ich finde ihn auch sympathisch, ohne Scheiß. Ich habe gar nichts gegen den. Ich habe schon mal auf ein Video reagiert, da hat er gegen Kuchen TV ein Video gemacht oder zwei Videos gemacht. Ich fand das amüsant. Real Talk. Er hat sich jetzt schon deutlich gebessert. Muss man einfach mal so sagen. Und mein Hals geht's besser. Diese Meinung auch als Tatsache hingestellt hat. Und das ohne einen richtigen Beweis. Er hatte ja ein paar YouTuber dafür kritisiert, dass sie sich extra dumm und dämlich stellen,
um bei Hungriger Hugo und kein Konzept reinzukommen. Aber das ist halt offensichtlich gespielt und ich finde, das macht einen Streamer einfach sowas von unauthentisch und das finde ich halt einfach sehr schade. Ach, und wer das jetzt immer noch abstreitet, dass es gespielt ist, weil einige auch unter den Clips gesagt haben, oh, das ist ja so lustig, der hat wirklich eine absolut rosa-rote Brille auf und checkt gar nichts im Leben. Da hat er gesagt, dass dieser YouTuber, Rezo, auf jeden Fall das gefaked haben muss. Es geht nicht anders und jeder, der aber anders denkt, hat eine rosa-rote Brille auf und vermutlich jetzt du auch, Alpha Kevin. Beim späteren Video hat er sich natürlich entschuldigt und seine Aussagen zurückgenommen. Und ich finde es richtig gut, dass du Rezo geglaubt hast. Denn wir leben nun mal in Deutschland und hier herrscht im Zweifel für den Angeklagten. Aber trotzdem kam deine Entschuldigung ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass du zu 1000% sicher warst, dass es ein Fake sein muss. Ich bin euch ehrlich, ich habe auch mit Rezo telefoniert. Ich habe ihm trotzdem gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Ganze ein bisschen geschauspielert rüberkommt. Er hat ja auch selber gesagt, das sieht aus, als wäre es geschauspielert. Ja, ich habe bloß seine Sicht nochmal erläutert, dass er halt eine andere Meinung hat oder eine andere Ansicht hat und das Ganze nicht geschauspielert war. Also ich finde es trotzdem noch, es sieht sehr offensichtlich eigentlich nach einem... Also ich finde trotzdem, es sieht offensichtlich nach einem Fake aus, ne? Du kannst da wirklich froh sein, dass Rezo das so locker sieht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass EBK das auch so locker sehen würde, wenn KuchenTV so ein 1:1 Video gegen ihn machen würde. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast extra einen Kommentar geschrieben, um deine Meinung zu bestärken. Daran sieht man, dass du quasi in diesem Moment andere Meinungen nicht zugelassen hast und nur deine Meinung zählt. Deine Meinung ist die eine Wahrheit. Und alle anderen... Der hat wirklich eine absolut rosa-rote Brille auf und checkt gar nichts im Leben. Er heißt nicht ohne Grund Alpha Kevin. Außerdem hast du in deinen Kommentaren geschrieben, Scheiße, ich bin gleich tot, dass man falsches Verhalten nicht belegen kann. Eigentlich kann man das schon faktisch belegen. Okay. Denn wie soll KuchenTV beweisen, dass er im Recht ist, wenn er das nicht belegen kann? Denn im Grunde wäre das Aussage gegen Aussage. Alle, die ihr kritisiert habt... Ich glaube, er versteht das falsch. Man kann halt Fehlverhalten von jemandem faktisch zu belegen, beziehungsweise, das ist halt eine komplette Interpretationssache letztendlich. Also da muss ich einfach sagen, es ist halt eine Interpretationssache und ich dachte, es wäre für jeden offensichtlich, dass das ganze Ding halt sehr, sehr geschauspielert rüberkommt. Für mich sieht es immer noch sehr geschauspielert aus. Rezo hat eine andere Ansicht, ich habe das auch komplett akzeptiert. Ich wollte aber in meinem nächsten Video oder in diesem Video, was ich danach gemacht habe, einfach seine Ansicht noch aus Fairness oder fairer halber, wollte ich das ansprechen. Ja, weil er mich sogar kontaktiert hat, das macht sonst kein YouTuber. Und ich dachte mir einfach, was ist das für ein Wort? Fairness halber? Heißt das Fairness halber? Fairness halber wollte ich das damit reinbringen. Ja. Könnten im Grunde sagen, nein, Fairness halber, nicht. Ja. Und fertig. Also der Grund, warum du Rezos gespieltes Verhalten nicht beweisen kannst, liegt vielleicht daran, dass es nicht gespielt war. Schließlich kann... Es kann auch gespielt sein! Junge, das ist Quatsch! Also was ist das für eine Argumentation? Ja, es der Grund ist, warum das nicht so ist, weil es nicht so war. Es kann trotzdem gespielt sein. Also, er kann sich ja rausgeredet haben danach. Keine Ahnung, es könnte ja auch sein. Also ich meine, wie will er das jetzt belegen, dass das ein richtiges Verhalten war, was Rezo da gezeigt hat? Das würde mich jetzt echt mal mega interessieren. Sein Kopf reinschauen oder hast wie Mimi irgendwelche geheimen Sprachnachrichten von Rezo, wo er zugibt, dass er das faked. Dass du denkst, dass es doch ein Fake sein muss, ist ja eher deine persönliche Meinung und das ist auch vollkommen okay. Aber du musst diese Meinung so hinstellen, dass man auch weiß, dass es auch anders sein kann. Du darfst es nicht als Tatsache hinstellen. Und das ohne einen richtigen Beweis. Hey, ich habe es nicht mal als Tatsache hingestellt. Ich habe sogar selber gesagt, dass es für mich persönlich sieht das übel gefaked aus. Und wer da keine rosa-rote Brille auf hat, der würde das auch so sehen. Das war meine Ansicht, ja. Gut, jetzt kann er das natürlich so sehen. Ja, es ist ein Fakt, was er da hingestellt hat. Aber letztendlich habe ich gesagt, das ist meine eigene Meinung. Also ich bin mir relativ sicher, weil ich sage derzeit immer so, es ist eine eigene Meinung, weil damit sichere ich mich halt ab. Oder wenn ich sage, in meinen Augen ist das so. Da sichere ich mich ab, auch rechtlich sichere ich mich da ab. Das mache ich derzeit wirklich immer so. Aufgrund von Vermutungen. Und das geht nicht, denn, Alpha Kevin, du darfst nicht vergessen, auch deine Meinung kann falsch sein.
Nach deiner Entschuldigung könnte man denken, dass du daraus gelernt hast, aber es kommt für mich so rüber, dass du nur bei Rezo eine Ausnahme gemacht hast. Und zu den zwei Streamern, die ich unter anderem erwähnt habe, also ich glaube, das war diese Baby Boosh und diese Fayesh, dazu brauche ich gar nichts mehr weiter erzählen. Die meisten haben das verstanden, weil die halt mit ihren Sätzen mit Absicht polarisieren wollten, um Reichweite zu bekommen. Bei den anderen, die du auch genannt hast, bist du einfach bei deiner Aussage geblieben. Und auch bei den anderen hast du keinen richtigen Beweis dafür, dass. Ich habe noch nicht mal bei meinem zweiten Video gesagt, dass ich Rezo da zu 100% zustimme und sage, ja, es ist richtig, was Rezo gesagt hat. Ich fand sein Verhalten korrekt, dass er mich danach kontaktiert hat, wir telefoniert haben und so, er mir das nochmal erläutert hat, seine Sicht. Aber ich habe meinem Video nicht mal gesagt, dass ich dem genauso übereinstimme, sondern ich habe auch gesagt, das sieht trotzdem geschauspielert aus. Also ich weiß nicht, ob er das Video da angeschaut hat, aber es ist irgendwie gerade ein bisschen unangenehm. Und ja, bei diesen zwei anderen Twitch-Streamern ist es, also das brauch ich nicht beweisen. Es ist Beweis genug, einfach diese Memes, die man da gesehen hat. Vor allen Dingen diese Fayesh hat sich danach noch versucht rauszureden und so, dass es alles nur so ein Zufall war und sie hätte das noch viel schlimmer machen können und bla bla bla. Also richtig schlecht einfach. Ich weiß nicht, ob er sich das angeguckt hat, wie offensichtlich die polarisieren wollten mit irgendwelchen dummen Sätzen. Dass es so ist, sondern nur Indizien. Indizien. Und ja, es kann sein, aber es muss aber nicht so sein. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht sagen, dass alles, was sie machen, fake ist oder jeder Satz, den die droppen, einfach falsch ist. Ich möchte wirklich bloß auf die gewählten Beispiele zurückgreifen. Woher weißt du, welches Verhalten echt ist oder welches Verhalten extra gespielt ist? Hast du etwa die magische Miesmuschel? Was soll denn das sein? Oh, die magische Miesmuschel. Frag sie etwas, ha! Magische Miesmuschel, werde ich jemals heiraten? Eines Tages vielleicht. Okay. Wenn du es richtig beweisen kannst, dann nehme ich meine Aussagen zurück und entschuldige mich dafür natürlich. Aber wenn nicht, dann ist es im Grunde wie bei Rezo. Und bei Rezo hast du ja gesagt. Das beste Beispiel ist, und das muss ich jetzt leider sagen, Rezo. Genau. Du sagtest, Rezo ist das beste Beispiel dafür. Und wenn du dich beim Besten geirrt hast, dann kann es vielleicht sein, dass du dich auch bei anderen Beispielen geirrt hast. Nur so nebenbei. Kommen wir mal zu dem Impf. Ja, es kann auch sein, dass die beiden Streamerinnen zufälligerweise in Streams oder beziehungsweise nachdem sie in Meme Compilations dabei waren, noch dreimal genau die gleichen Sätze gedroppt haben, damit sie nochmal in Meme Compilations dabei sind. Nur halt mit anderen YouTubern. Ach, Mann, das ist halt, wisst ihr, das ist halt schade. Das Ding ist halt wirklich bei Fayesh und dieser Baby Boosh, die haben das halt so offensichtlich gemacht. Bei einem Rezo, der hat das halt einmal gemacht. Ja, deswegen habe ich gesagt, hier, der hat es jetzt einmal gemacht. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass er so zu den Leuten zählt, die immer oder die oftmals Fake Reactions hochladen. Das habe ich gesagt in meinem zweiten Video dazu. Bei Baby Boosh und Fayesh, die haben ja mehrfach dieses Verhalten gezeigt. Also man konnte es schon sehen, dass sie es halt mit Absicht machen, um in irgendwelchen Meme-Combinations dabei zu sein. Deswegen finde ich das einfach cringe. Also ich weiß gerade nicht, was seine Intention ist jetzt, zu sagen, ja, aber du könntest dich ja täuschen, weil du bist da ja, weil die Meinung zu Rezo hast du ja auch schon revidiert und obwohl ich die nicht mal revidiert habe, aber ist egal, ja. Video von Alpha Kevin. Wir wissen ja alle, das war schon ein subjektives Video gewesen, also seine persönliche Meinung. Aber es gibt da extra eine Sache, die mich wirklich stört. In diesem Fall ist es halt echt unangenehm, weil dieser 24 Tim absolut nicht weiß, was jetzt sicher ist und was nicht sicher ist bei dieser ganzen Impfung. Das Einzige, was der gerade eben weiß, ist folgendes, und zwar, dass der ein paar tausend Euro gemacht hat, nur damit er sich halt vor eine Kamera stellt und sagt, dass man sich impfen lassen soll. Da hast du auch Aussagen gemacht, wo du keinen einzigen Beweis dafür hast. Und das auch noch so negativ rübergebracht und vor allem hast du das als Tatsache hingestellt, dass es so sein muss. Okay, Ja. kommen wir mal zurück zu dem hier. Mit Sicherheit gibt es jetzt aber trotzdem wieder Leute, die sagen, na lass ihn doch, der macht das doch nur zur Unterhaltung, also ist doch alles cool. Lustig, dass es meistens von den Leuten kommt, die sich darüber aufregen, die Fake-Pranks von Leon Mascher scheiße fanden oder auch die Prank-Bros scheiße fanden. Aber ich meine, es sind ja jetzt die Lieblings-YouTuber, die kann man da nicht scheiße finden, beziehungsweise die kann man nicht kritisieren. Von daher ist ja alles cool. Stimmt, sein normales Verhalten zu faken ist auf jeden Fall cooler, als offensichtliche Fake-Pranks zu drehen, wo man ganz genau weiß, dass es fake ist und wo die Leute auch teilweise offen damit umgehen. Und ob man das wirklich miteinander vergleichen kann? So wie ich mich erinnere, war die damalige Kritik ja so gewesen, dass die Prank Bros oder Leon Mascher die Videos als echt verkauft haben oder besser gesagt, das nicht so gekennzeichnet haben, Moin, dass moin. es als Fake gesehen wird. Ja. Denn es gab den einen oder anderen Zuschauer, vor allem junge Zuschauer, die schon echte Angst empfunden haben bei den Game Master Videos oder dieses Video. Hilfe!
Was will er mir jetzt damit sagen? Es gab echt fast draufgegangen ist. Vor allen Dingen einer meiner guten Freunde, ey. Das Problem an der Sache ist, es gab wirklich Menschen, oder auch, ich vermute es, dass es Menschen gab, die wirklich Sorgen sich gemacht haben. Okay, vergleichen wir das mal. Wieso, der absichtlich einen Kuchen fallen lässt für die Unterhaltung? Oder Leon Marcher, der das Ertrinken eines Kumpels spielt und das als echt verkauft? Junge, es geht doch jetzt nicht explizit ums Ertrinken, um hier irgendwas... Oh. So, das ist wirklich, das ist gerade eben zu, er pickt sich jetzt ein Beispiel raus, wo jemand angeblich ertrinkt oder so, oder mit diesem Bombenprank hätte er jetzt auch mit reinbringen können. Ja, das ist natürlich schlechter als sein Verhalten zu faken in Streams, aber in beiden Fällen spielen Leute eine Rolle und geben und sagen nicht, dass es gefaked ist, ja, oder dass sie gerade schauspielern. Also das ist doch gerade offensichtlich, was ich meinte. Das wie zum Beispiel bei den Prank Bros werden, was weiß ich, Game Master Videos werden gefaked. Ja, es wird nicht angegeben, dass es fake ist. Und bei diesen Reaction, oder bei diesen Streamern, die geben ja auch nicht an, dass sie gerade eben ihr Verhalten faken. Darum geht's doch, ja. Also, du kannst da jetzt nicht vergleichen, wenn jemand ertrinkt und das gefaked ist, mit jemand, der gerade im Stream irgendwie sein Verhalten faked. Also, ich weiß gerade, also der versucht halt jetzt gerade auch mit Absicht einfach so krass wie möglich zu gestalten. Ist ja, kann er gern machen, ich habe damit absolut kein Problem. Aber keine Ahnung, das macht es irgendwie schon wieder so ein bisschen lächerlich, ja. Oft. Jetzt zu dem hier. Aber wie soll ich bitte Ahnung, so jemanden ernst nehmen, wenn ihr offensichtlich sein Verhalten faked, um irgendwie im Trend zu bleiben, nur damit man in irgendwelche Meme-Compilations kommt? Ich meine, wenn jetzt mal wirklich was Dummes passiert oder man sich verspricht, dann ist das alles in Ordnung, habe ich gar kein Problem damit. Aber hierbei sieht man halt offensichtlich, dass Leute das extra schauspielern vor der Kamera, damit sie halt irgendwo im Gespräch bleiben. Und das finde ich halt einfach absolut unnötig. So kann ich mir persönlich kaum Streamer geben, ohne den Gedanken zu haben, dass sie mir schon wieder irgendwas schauspielern. Nehmen wir mal an, das ist wirklich alles gefaked und ich spiele nur eine Rolle. Okay, schauen wir mal diesen Kritikpunkt von Alpha Kevin an. Das hat er sich jetzt immer. Der ist auf jeden Fall an seine Kamera gegangen und hat die hat die Perspektive geändert. Scheiße, was hat er hier gemacht, Mann? Ey, was hast du hier gemacht? Ganz andere Situation auf einmal. Dass Menschen sich extra dumm stellen, ist das wirklich so schlimm oder ja. Nicht? Verstoßen sie gegen irgendwelche Regeln oder Gesetze oder schaden sie jemanden damit? Ich glaube nicht. Junge, es geht um eine subjektive Ansicht. Ich finde es unangenehm, und das sage ich in meinem eigenen Video, dass ich es unangenehm finde und dass ich mir die Videos oder die Streams nicht reinziehen kann, wenn ich weiß, dass mir jemand sein Verhalten spielt. Das sage ich. Das sage ich nicht, dass jeder das dann so schlimm findet. Ist mir auch scheißegal, ob das andere schlimm finden, aber es ist ja Meinungsblock, wo ich meine Meinung widerspiegel und ich das einfach scheiße finde, wenn man das macht. Und ich mir auch keine Streams geben kann. Das habe ich übrigens gerade eben in meinem Video auch hier gesagt. Und ich spiele Gedanken zu haben, dass sie mir schon wieder absolut unnötig. So kann ich mir persönlich kaum Streamer geben, ohne den Gedanken zu haben, dass sie mir schon Ja, es geht um meine Meinung tatsächlich. Fronix, grüß dich und Center. Schauen wir mal diesen Kritikpunkt von Alpha Kevin an, dass Menschen sich extra dumm stellen. Ist das wirklich so schlimm? Oder auch nicht? Verstoßen sie gegen irgendwelche Regeln oder Gesetze oder schaden sie jemanden damit? Ich glaube nicht. Viel eher unterhalten sie damit ihre Zuschauer, und genau das ist doch ihr Job, die Menschen zu unterhalten, oder nicht? Also da finde ich es persönlich okay, wenn man übertreibt oder eine Rolle spielt. Für Alpha Kevin ist das vermutlich dieses Verhalten zu sehr gespielt, was er persönlich nicht mag, aber es gibt Menschen, die feiern das, und das ist auch okay. Der hat den Sinn von einem Meinungsblock definitiv gerade eben nicht verstanden, leider. Er hat den Sinn gerade gar nicht verstanden. Also, der weiß, ich bin ein Meinungsblocker, der sagt, dass ich auch meine Meinung in meinen Videos sage, dass ich auch sehr subjektiv bin. Und dann sage ich in meinem Video, ich finde es nicht schön, wenn Leute Fake-Reactions machen oder irgendwelche, spielen halt ihr Verhalten. Und der sagt, ja, es ist aber schlimm. Die unterhalten doch damit. Ne, aber mich unterhalten die damit nicht. Ja, es geht um mich. Ich find's scheiße. So, und unter meinem Video gibt's dann Leute, die entweder sagen, ja, ich sehe es genauso, ich find's auch doof, wenn Leute ihr Verhalten faken. Da gab's übel viele, die das by the way gesagt haben. Und es gibt Leute, die sagen, ja, es ist ja Unterhaltung und alles ist gut. Und das akzeptiere ich genauso, habe ich auch kein Problem. Also ich verstehe das gerade eben nicht. Rein objektiv gesehen ist das nichts Schlimmes. Die haben ja jetzt nicht irgendwie Werbung für ihre Diät oder sowas. Jedenfalls hat Alpha Kevin mit dem Video gegen die Influencer auch mit Art und Weise, wie er das gemacht hat, das Video sehr, sehr negativ rübergebracht gegen die Influencer. Falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, hier jetzt ein Beispiel.
KuchenTV hat ja ein Video gemacht gegen das Impfvideo von Alpha Kevin. Da hat er meiner Meinung nach schon Alpha Kevin als Impfgegner hingestellt. Auch wenn er jetzt behauptet, nein, stimmt nicht, ich habe nur die Videos benutzt, die Alpha Kevin gemacht hat, er hat sich das selber eingebrockt. Ja, zum Teil stimmt das schon, aber man darf nicht vergessen, auch KuchenTV hat eine Art und Weise, wie er Sachen rüberbringt. Ich weiß, dass es auch andere Wirkungen haben könnte. Alpha Kevin hält es wirklich für möglich, dass die Corona-Impfung bei einem seiner Familienmitglieder schwere Depressionen ausgelöst hat. Digga, das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, so Aussagen wie, wer weiß, wie sicher das ist. Nach der Impfung hat man vielleicht schwere Depressionen. Eine 6-Jährige wurde vom Flüchtling gegessen. Nee, warte, das war das falsche Zitat. Es ist jetzt nicht so, als wäre KuchenTV vor der Kamera einfach nur still gestanden und hätte... Es wird da wieder Zeit für Beef mit Kuchen, ja, safe auf jeden Fall. Ich mache gleich noch eine Ansage gegen den, ja, Kuchen, ja. Mit ruhigen Worten, ganz trocken gesagt, die Fakten und mehr auch nicht. Das stimmt nun mal nicht. Jedenfalls hat KuchenTV auch mit der Art und Weise und dem Titel des Videos eher negative Stimmung gegen Alpha Kevin gemacht, so dass man eher Alpha Kevin als Impfgegner sieht, als jemanden, der nur kritisch gegen das Impfen ist. Also deshalb kann ich auch Alpha Kevin sehr gut verstehen, wenn er nicht wegen dem, weil er kritisiert wurde, sauer ist oder enttäuscht oder verletzt, sondern eher die Art und Weise, wie man das macht. Mit diesem Beispiel wollte ich einfach nur zeigen, dass auch Alpha Kevin eine gewisse Art und Weise hat, wie er Videos rüberbringt. Okay, und wenn er zu persönlich wird, dann kann es passieren, dass er die Zuschauer sehr negativer gegen jemanden einstellt oder vielleicht auch positiver, das geht auch. Ich glaube schon, dass das Video von KuchenTV Alpha Kevin sehr verletzt hat. Ich verstehe gerade ehrlich gesagt nicht, worauf er jetzt hinaus will. Also ich meine, es ist jetzt gerade ein Video, wo es um mich geht und er spricht jetzt über das Video von KuchenTV. So, das ist schon sehr negativ behaftet war, okay. Und demzufolge müsste vielleicht auch Alpha Kevin mal gucken, ob das eine oder andere Kritikvideo, was er mal gemacht hat, vielleicht doch zu verletzend war oder auch nicht. Trotzdem, ich kann es verstehen mit der Art und Weise, wie man Kritik... Nein, es ging doch darum, das wurde auch nicht so gut verstanden hier wahrscheinlich, Phronix, Dankeschön für die 21 Blitz. Also ich möchte das fast nicht weiter aufmachen, ja, weil ich habe da gar keine Lust, großartig drüber zu reden. Für mich ist das Ding durch. Aber es ging ja darum, dass KuchenTV und ich, dass wir ja... Ich habe so gesehen, als wären wir Freunde oder halt enge Kollegen. So. Und für mich zählt das nicht dazu, dass man als enge Kollegen halt Videos gegeneinander macht, beziehungsweise, was heißt Videos gegeneinander macht, sich öffentlich sozusagen bloßstellt, beziehungsweise den anderen dumm macht. Ja, das hat für mich nicht dazugehört und dementsprechend habe ich da ein bisschen toxischer drauf reagiert. Jetzt im Nachhinein hätte man vielleicht auch von meiner Seite aus nicht so reagieren müssen. Ich glaube, das war halt einfach von beiden Seiten sehr emotional gehandelt. Ja. Rüberbringt, denn damit unterhält man ja die Zuschauer. Und das ist es ja, was man auch machen möchte, die Zuschauer zu unterhalten. Aber das Ding ist, wenn man zu sehr die Grenzen überschreitet, was Witze, Humor und so weiter angeht oder die negative Art und Weise, dann kann es passieren, dass ja derjenige, der die Kritik einstecken muss, noch mehr verletzt wird, als er eigentlich sollte. Für eine Sache, die vielleicht gar nicht so schlimm war. Das Problem an der Sache ist, einfach die goldene Mitte zu finden zwischen den beiden Sachen ist schwer. Denn Humor ist nun mal bei jedem verschieden und es gibt welche. Wie KuchenTV, ich glaube, er kann über alles lachen. Aber dann gibt es auch andere Leute, die beim ersten Seitenhieb schon ausflippen. Das kann passieren. Jedenfalls sollte man sich selbst einfach überlegen, was ist mir wichtiger? Dass die Person die Kritik, die ich ausübe, auch annimmt? Oder dass die Zuschauer sehr gut unterhalten werden? Also versuchen irgendwie eine Balance zu finden zwischen, er nimmt die Kritik an und die Zuschauer feiern das. Also jetzt die Frage, ist es wirklich so schlimm, dass Alpha Kevin seine persönliche Meinung sagt? Also ich finde, ja, ganz einfach. Alpha Kevin ist nun mal kein Niemand. Er hat eine große Reichweite und generell würde ich sagen... Ist es schlimm, dass Alpha Kevin seine persönliche Meinung sagt? Ja, er nimmt mir einfach die... Den Platz zum Meinungsblocker nimmt er mir einfach weg. Er nimmt mir einfach den Namen weg. So. Ist es schlimm, dass Alpha Kevin seine Meinung sagt? Ja. Scheiße, ich als Meinungsblocker bin gerade einfach arbeitslos geworden. Das war's, Leute. Das war's. Ich werde jetzt Fakten-YouTuber. Ich mache jetzt so Listen. Top 10 YouTuber, Top 10 Instagrammer. Ich mache jetzt nur noch irgendwelche Faktenvideos. So ein Ding ist das. Toll, machst du nach der Zerstörung jetzt noch weiter Videos. Ich kann keine Meinung mehr sagen. Das heißt, ich kann nur noch irgendwelche Faktenvideos machen. Das ist halt jetzt scheiße, ne? Fuck. Ja, Phronix, danke für den Bit. Ich glaube, Phronix, der ist der Einzige, an dem ich nicht noch halten kann, was finanzieller Support angeht. Es
bedeutet, Phronex, für den Bit werde ich mir morgen meine Miete zahlen. Das bei Meinungsblogger erwartet man, dass, was sie kritisieren, auch stimmt. Denn Meinungsblogger arbeiten mit Mr. Fakten Kevin und to go, diese genau. Fakten auch belegen, für gewöhnlich. Also, Alpha Kevin hat sehr viele gute Videos gemacht, wo er bewiesen hat, dass er das auch wirklich kann. Dass er gut recherchieren kann, dass er mit Fakten arbeitet und also mehr objektiv an die Sache rangeht. Deshalb hat Alpha Kevin quasi den Status erlangt, dass alles, was er sagt, von einigen Zuschauern einfach nicht hinterfragt wird. Deshalb finde ich es nicht gut, dass er Sachen kritisiert, die rein objektiv betrachtet ihn persönlich stören, wie bei den Clips, die ich euch gezeigt habe. Okay, es gibt noch eine Sache, worüber ich gerne reden will, und zwar dieses Video. Ein Twitter-User, der jede Menge Reichweite hat, einfach YouTube angeschrieben hat und gesagt hat, man sollte meinen Kanal löschen lassen. Und da frage ich mich ernsthaft, Junge, wie gottlos bist du bitte, mir wegen einem Fehler YouTube anzuschreiben und dann zu sagen, man sollte meinen Kanal löschen? Das Problem ist jetzt nur, ich kann euch diese Person nicht zeigen, wie diese Person heißt und so weiter, weil der nach jedem Scheiß mit einer Anzeige droht und alle 3 Sekunden Anzeigen rausflattern. Das ist halt so eine typische Internet-Rambo-Figur, die ganze Zeit im Internet austeilt, irgendwelche Anzeigen raushaut und so weiter. Wenn dann aber mal Gegenwind kommt, kommen direkt 10.000 Anwaltsbriefe zu einem nach Hause. Junge, wenn du doch schon solche Klöten hast, um irgendwelche Anzeigen rauszuhauen oder gegen irgendjemand zu wettern, dann komm mit dem Echo klar. Alpha Kevin behauptet, dass diese Person jede Person wegen jeder Kleinigkeit anzeigt. Ich habe mir auch die Reaction von KuchenTV drauf gesehen und der behauptet, es stimmt nicht. Das Ding ist, ich meine, das, was er hier anwendet, ist, ich bin Profi. Ein Kanal, der Fake News über die Impfung gegen Corona verbreitet. Da steht nirgendwo, dass irgendjemand, dass sein Kanal gelöscht werden sollte oder sonst irgendwas. Ja, guck mal, das ist halt so eine Sache zum Beispiel, das stimmt einfach gar nicht so. Ja, Tobias Hoch hat schon mal Leute angezeigt, aber er zeigt Leute halt nur an, wenn die halt wirklich Rufmord begehen, wenn Lügen verbreitet werden, wenn Verleugnung begangen wird. Ja, dann geht er da rechtlich gegen vor, aber das ist doch auch sein Recht. So, das muss sich doch keiner gefallen lassen. Einfach eben nicht. Aber ich sage jetzt nicht, bei wem das nicht so war, und der hat dann auch gewonnen. Also da hat Tobias Hoch nicht gewonnen mit seinem Vorgehen, ja. Eben nicht. Ja, der zeigt die Leute auch so an, auch wenn es gar nicht für ihn dann positiv ausgeht, sag ich mal. Kevin, dann zeig uns doch mal bitte alle Fälle, wo Tobias Hoch den Anwalt eingeschaltet hat, und zeig uns doch auch bitte, wo er Unrecht hatte. Also wo man wirklich sagen muss, okay, da konnte er nicht mit Kritik umgehen oder da hat er wirklich legitime Sachen löschen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wer Recht hat, Alpha Kevin oder KuchenTV. Nehmen wir aber an, KuchenTVs Aussage stimmen. Dann hat Alpha Kevin... Alpha Kevin nicht Recht. Nehmen wir an... Alpha Kevins würde stimmen, da hat KuchenTV nicht recht. Einfach mit einer übertriebenen Art und Weise negative Stimmung gegen diese Person gemacht und das ohne Beweis. Sollte natürlich Alpha Kevin alles belegen können, dass diese Person... Junge, das Problem ist, ich liege doch jetzt nicht einfach alle Anwaltssachen, was ich von dem schon gehört habe. Das liege ich doch jetzt nicht, weil die Personen wollen das vielleicht gar nicht. Und eine Person hat mir auch explizit gesagt, sag das nicht. Aber ich kenne das von, 3 oder 4 YouTuber sind, die von der Person Anzeigen erhalten haben. Ja. Wirklich, wegen jeder Person. Aber ich sag die Namen nicht, ja, weil ich weiß nicht, ob die das wollen, und ich weiß auch gar nicht, ob das generell so gewünscht ist. Wenn ich zum Anwalt rennt und Anzeigen rausflattern, dann nehme ich meine Aussage natürlich zurück. Wenn er das nicht belegen kann und einfach nur übertrieben hat, dann finde ich das trotzdem nicht korrekt. Ohne einen Beweis, Behauptung aufzustellen, nur weil man denkt, es könnte so sein, und das auch noch so negativ rüberzubringen, ist, finde ich, rein objektiv betrachtet falsch. Und es hat auch nichts bei der Kunstfigur Alpha Kevin. Also es ist eher subjektiv betrachtet falsch. Er hat doch vorhin gesagt, was subjektiv ist. Mit Emotionen, eigener Meinung, bla bla bla. Das ist doch nicht objektiv. Und es hat auch nichts bei der Kunstfigur Alpha Kevin. Ich muss auch los. Nochmal, Alpha Kevin, die Kunstfigur ist ein Meinungsblogger. Und demzufolge sollte er so gut wie es geht objektiv bleiben. Er arbeitet mit Fakten und er kann auch seine Aussagen belegen, so gut wie möglich. Wenn es etwas gibt, wo er sich nicht sicher ist, dass es stimmt oder nicht, dann muss er es auch so kennzeichnen, dass man als Zuschauer auch weiß, okay, das, was er sagt, ist vielleicht nur seine persönliche Meinung, aber es kann auch nicht stimmen. Und das ist auch wichtig, dass man das so angibt. Man darf einfach nicht vergessen, man kann mit seiner eigenen Meinung jemanden richtig schaden, vor allem wenn man eine große Reichweite hat. Und ja, wenn man sich gehört hat, kann man sich hinterher ja auch entschuldigen. Aber das Ding ist, der Schaden wurde nun mal angerichtet und hinterher sich zu entschuldigen ist halt schon so, damit ihr es wisst, ja. Ich sag mal so, ja, der Schaden wurde angerichtet, aber wenn man seine Fehler
einsieht und die dann auch öffentlich aufzeigt, denke ich trotzdem, dass er damit auch vieles wieder gut machen kann. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich so krass Leuten geschadet habe. Ich habe auch eine Community. Ich muss ich wirklich sagen, Respekt auch mal an die Community. Hier, wir sind so hier. Die gehen halt nicht rüber und lassen nur die ganze Zeit Hate-Kommentare da. Es geht kaum jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel auch jemanden verlinke, es geht kaum jemand rüber und hatet irgendjemand oder lässt da krass Dislikes da, außer jetzt bei ganz kleinen YouTubern vielleicht, wo das jetzt ins Gewicht fällt. Aber wie zum Beispiel, ich spreche jetzt einen TJ an und sage, dass ich seinen Gutmenschen habe oder dieses immer so positiv, freundlich, egal was passiert, dass ich dieses Verhalten einfach cringe finde. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich habe bei ihm nachgeschaut, ein einziger Kommentar hat geschrieben, er kommt von Alpha Kevin. Und es war kein Kommentar, der jetzt geschrieben hat, ey, Junge, dein Verhalten ist cringe, kann ich mir nicht geben oder sonst irgendwas. So, das hat mich gefreut, weil ich persönlich, ich habe gar keinen Bock drauf, dass jetzt die Community meine Meinung, oder die müssen ja nicht meine Meinung adaptieren und dann irgendwie rübergehen und am Ende noch haten oder so. Das finde ich einfach cringe. Sich zu entschuldigen hinterher ist was Gutes, ja. Aber ihr wisst, was ich meine damit, hoffentlich. So, das war die Kritik an Alpha Kevin, aber... Ich muss euch nur sagen, Kritikpunkte, die ich heute in diesem Video gesagt habe, passieren eher selten bei ihm. In den meisten Fällen macht er richtig guten Content und er macht das, was er tun sollte als Meinungsblogger. Und zwar eher objektiv jemanden kritisieren auf eine lustige Art und Weise, so dass die Zuschauer unterhalten. Jetzt will er sich wieder einschleimen. Die letzten 2 Minuten will er sich wieder einschleimen, nachdem er mich jetzt 17 Minuten lang im Grund und Boden zerstört und argumentiert hat. So eine Scheiße, Mann. Werten und auch die Person, die die Kritik annehmen muss, dass auch sie annimmt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden jetzt. Jetzt. Außerdem glaube ich, dass Alpha Kevin das alles unbewusst gemacht hat, denn vergiss nicht, es ist bei uns Menschen leider so, das, was wir selber machen, sehen wir meistens als nicht so schlimm an, als wenn wir das bei jemand anderem sehen. Und deshalb ist es immer das gut, stimmt. Jemanden zu haben, der... Das stimmt, dem stimme ich zu 100% zu. Man kritisiert andere und merkt aber nicht, dass man selber vielleicht nicht besser ist. Ich merke das bei mir auch manchmal, da kritisiere ich das. Dann denke ich mir so im Nachhinein, als ich das Video gemacht habe oder schon beim Skript, merke ich so, ja, aber eigentlich machst du das ja selber auch. Aber dann sage ich es auch im Video, da sage ich dann auch, dass ich das selber auch mache und das eigentlich cringe ist, ja. Nein, also man sollte sich da auf jeden Fall relativ schnell reflektieren oder das dann später mitbekommen, wenn da Kommentare reinflattern mit, ey, du bist nicht anders. Völlig in Ordnung. Ja. Dann zu uns kommt und sagt, hey, ich muss dir etwas sagen. Etwas stört mich an dir. Fazit. Das, was ich mir von Alpha Kevin einfach nur wünsche, ist, dass er seine Rolle als Meinungsblogger mehr gerecht wird oder wieder gerecht wird. Also neutral, fair, objektiv, die Sache an die Sache. Ja, ich bin da aber kein Janus-Time. Guck mal, wenn ich jetzt objektiv neutral bin, da bin ich doch in Janus-Time, der praktisch ein Video bringt und sagt, was Phase ist. Und dann Tschüss sagt. Auch irgendwie schon. Eigentlich bin kein ja Newstime. Ich bringe keine News und sag dann, ja, das war's, tschüss. Ohne dass ich auch nur irgendwas dazu gesagt habe, irgendeinen Kommentar dazu da gelassen habe. Herr Inke, oh ja, das waren aber die alten Videos, ja. Das bin ich nicht, ja. Ich bin Meinungsblogger und ich sag meine Meinung. Angeht und seine Gefühle vielleicht ein bisschen runterschraubt. Nur ein kleines bisschen. Dass er daran denkt, dass die Sache, die er kritisieren will, vielleicht eher ihn persönlich stört oder ob es wirklich eine Sache ist, die man öffentlich kritisieren muss. Dass er daran denkt, dass es vielleicht doch manchmal bei gewissen Sachen doch 2 Meinungen geben kann und demzufolge er seine Meinung nicht über die Meinung der anderen stellt und das einfach offen lässt. Okay, ich bin der Meinung, es ist so, aber wenn andere Menschen denken, es ist anders, dann lasse ich diese Möglichkeit offen. Die letzte Sache ist die Art und Weise, wie er seine Videos macht. Wie gesagt, in den meisten Fällen macht er die gut, aber in den Fällen, wo ich jetzt die Videos eingeblendet habe, da war er schon ziemlich negativ gewesen. Und da wäre es mir lieber, wenn du da doch etwas versuchst, mehr neutral und netter zu sein, auch wenn die Sache dich mega stört oder so. Ja, denn du weißt ja selber, wie... Also es stimmt, ich kann da auch lockerer sein, was das angeht. Aber ich weiß nicht, nee, also man kann da lockerer sein, gar keine Frage, ist komplett in Ordnung, aber ich finde irgendwie, es zeichnet es auch manchmal aus, einfach mal straight up seine Meinung zu sagen, ohne jetzt Angst zu haben, dass jetzt wieder jeder 10. Rumheult und sagt, wie schlimm das ist und bla bla, einfach mal straight up seine Meinung raushauen. So wie man gerade eben denkt und fühlt, also so, keine Ahnung, ich finde, das zeichnet es irgendwo aus. Das finde ich auch bei anderen YouTubern einfach geil, wenn die einfach sagen, weißt du was, scheiß drauf, ich sag jetzt das, was mir gerade in den Kram passt. Und das macht, keine Ahnung, ich feiere das auch bei anderen YouTubern, wenn ich sehe, ey,
die haben keine Angst davor, dass jetzt hier irgendwelche Leute so extrem schlimm drauf reagieren, was weiß ich, sondern dass sie sagen, ist mir scheißegal, das ist meine Meinung und die möchte ich vertreten und wenn es halt, bei vielen aneckt, dann ist das so, ja. Wie es ist, wenn man Moin und Mingxio, auf eine gewisse Art und Weise und das kann sehr, sehr verletzend werden. Und ob du das wirklich in Zukunft so weitermachen willst, in Zukunft Menschen zu verletzen, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass du sowas machen willst. So, das war's von mir. Bleibt einfach. Einfach so körperlich verletzen, einfach so Messer nehmen, so zack, zack. Finger abschneiden oder so. Ja, nee, nein, ich möchte ja keine Person damit verletzen mit meinen Videos oder böse Schaden anrichten oder sowas. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt meine Intention. In den Kommentaren, wie ihr darüber nachdenkt und bitte, wie gesagt, schaut euch die Videos von Alpha Kevin nochmal von vorne bis zum Ende an, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt, denn es kann ja auch sein, dass ich Clips rausgenommen habe und gewisse Aussagen weggelassen habe, ohne es zu wollen. Wenn es passiert, dann tut es mir leid. Ja. Ehrenwort. Ja, die ganze Zeit. Also das muss gecancelt werden. Ich finde schon, wie heißt der? Tsusaku sollte schon, also das muss echt gecancelt werden, das geht gar nicht.